er wohl? Das ist Gemälde, oder? Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig... Ist es wahr? Ist es? Oh, schade. Schöner Rock. So, wir haben das Gemälde. Leider 100% nicht Synchronisation. Er hat uns gesehen. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Oh, egal. So. Wo ist die denn? Ah, da. So. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. Hohohohoho, wir haben ein nächstes Buch gefunden. Beziehungsweise den nächsten Standort, wo das Buch sein könnte. Und da gehen wir doch gleich mal hin, aber wo ist denn hier ein Aussichtsturm? Ich will ja nicht blind durchlaufen. Naja. Egal, sind hier nur 200 Meter. Ist das ein Aussichtsturm hier? Grüß Gott. Ich glaube, ich sollte mich besser. Ja, mach das. Du siehst so abgespeckt aus. Du brauchst es eine Kur. Ich schreibe dir nichts auf. Wahrscheinlich ein Bus. Eine Truhe. Und was ist es? Genau, was ist es? So, da muss ich hoch. Ein Aussichtsturm, jawohl. Schaffe ich das? Nee. Lasst euch nicht von den Stimmen täuschen. Warte, drücke ich mal hier noch auf 1. So. Hier haben wir ein Animus-Datenfragment. Und zwar 8 von 100. Niccolò Pola hat ein Buch in der Nähe des Valenz-Aquädukts versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Massivschlüssels enthält. Benutzen Sie diese Polo-Symbole, um es zu entdecken. Drücken Sie V. Was ist das denn? Achso, das sind die Feinde. Ist es da? Ist es da? Da ist es. Das Buch in Besitz nehmen. Kann ich gleich noch synchronisieren? Nein. Und durch das Seil. So war das Buch da oben auf der Mauer. So, wie komme ich denn da rüber? Ah, da muss ich hin. Ich dachte, das wäre da oben.
Wo ist denn das Buch? So, wir haben das nächste Buch erhalten. Das Mädchen mit der Föhne von Menander wurde entdeckt. Die schöne Musik spielt. Okay, dann direkt zum nächsten Einsatzziel. So, das ist auch ca. 80 Meter entfernt. Ja, mal Todessprung oder auch nicht. An den Büschen kann ich mich verstecken. Wusste ich nicht. So, hier oben ist es. Oder... was ist da oben? Oder wo? Ah, hier unten. Oder? Ja, genau. Hier. Dann mal ein bisschen hacken. Oh, da sind wir. Ich finde, die Rüssi passt richtig gut zur Kleidung, also zur Farbe. Wir haben eine weiße Rüssi und dann passt das richtig gut. Was hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Iperocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Der Assassine! Los, los! Warum hat er nicht gleich das Schießpulver getroffen? Ein Hinweis der Protobilo für die Ärzte zum Forum Boris. Leider sind die Templer auch schon dort und suchen. Keine Gesundheit verlieren. Oh ja, das bei mir. Ihr kommt hier nicht lebend raus. So. Zufällig war, zufällig kann man sich ja ahnen, wo es hier lang geht. Das Spiel ist übrigens komplett blind. Zeigt euch. Moment, mal so, man hätte das an. Ach du. Feigling! Wieso Feigling? Wer flieht denn hier mit dem Boot? Ups. Oh. Shit. Das war knapp. Weiter geht's. Nein, nein. Er ist hier irgendwo. So. Hier sieht's aber cool aus. Assassine. Ja. Oh. Desunkirmisen. I mean. Ich wusste doch, dass ich irgendwann da reinspringen werde. Oh yeah. So, weiter geht's. Nein. Er ist hier irgendwo. So. Assassine. So, weiter geht's. Er ist hinter uns. Und schwingt. Whee. Oh. Ich bin da noch voll reingelaufen. Okay, jetzt auch lang.
Aber der andere Weg wäre natürlich schneller gewesen. Und hoch geht's. Hoch geht's. Das war knapp. Nee, hoch. Ich stecke mal schon vor den Absprung und Schalt. Ist auch nicht wieso. Zeigt euch! Wir haben Schießpulver, benutzen wir es! Zurücktreten! Ich brauche mehr Platz! Oh! Da fliegt es. Scheiße. Weiter geht's. Einfach mal durch. Meine Nase juckt. Der ist hinter uns. So. Den Irren darf man nie unterschätzen. Gern. Shit. Einfach weiter. Scheiße, die schießen hier alles auseinander. Die verbrauchen ja das ganze Schießpulver. Wuhu! Oh, tut mir leid. Und da geht's runter. Alles klar, dann kommt. So. Pam. Den anders in Einsatz. Erstmal hier Kisten aus oben. Bekommen wir Gold? Jawohl. Und Schwefel. Auftrag Rüssel oder Hülle. Schwefel haben wir noch bekommen. Wir ein bisschen zusammenbasteln. Vielleicht ein bisschen TNT. Hebriger Harzbeutel. Also hart bedeckt. Bleibt das an Personen durch nach. Ah! Cool. Datur. Das wird natürlich benutzt, jeden, der ihn langsam vergiften. Das ist klar, die vergiften ihn also langsam. Versteckte Tür öffnen. Das heißt, gleich können wir wieder ein Erlebnis von Ezio von Altair noch spielen. Das mich hat sehr, sehr freut. Den Massivschlüssel beschaffen. So. Da ist der dritte. Drei von fünf Massivschlüsseln erhalten. 100% Synchronität. Jawohl. Aha. Halten Sie linke Maustaste drücken und lassen Sie dann noch einen schweren Schlag ausführen. So. Templerfeste. Sind hier direkt in einer Templerfeste. Nee.
weg hier. Oh, hör auf. Ich will nur kurz mit euch reden. So, so gut. Dann direkt zum nächsten Einsatzziel beziehungsweise zu den Hauptquartier der Assassinen. Da schreiben die ja mal diese Bücher.